Es ist angerichtet, das 14. Rochlitzer Kugelstoß-Meeting. Die Stimmung unter den zahlreich erschienenen Zuschauern in der Sporthalle am Regenbogen war gut und das ließen sie auch raus. Schon beim Wettkampf der Frauen war das so. Das Starterfeld in diesem Jahr sehr international. Bei den 10 Frauen taten mit Auriol Dongmo, eine Starterin aus Portugal, Marketa Cevenkova, eine aus der Tschechischen Republik, und Sophie McKinna und Amelie Strickler, zwei aus Großbritannien an. Mit dabei auch die deutschen Hoffnungen Claudine Vita, Katharina Maisch und Julia Ritter. Bei 17,28 Meter schlug die Kugel von Katharina Maisch vom LV90 Erzgebirge ein. Mit dieser Weite landete die Drehstoßerin am Ende auf Platz 5. In diesem Wettkampf setzten sich die Gäste durch. Mit 17,51 Meter belegte Amelie Strickler den 4. Platz. Ihre britische Landsfrau Sophie McKinna stieg mit 17,56 Meter aufs Podest. Sie musste sich Julia Ritter vom TV Wattenscheid geschlagen geben. Die 21-Jährige stieß die Kugel mit 17,57 Meter so weit wie noch nie zuvor. Bereits im ersten Durchgang machte Auriol Dongmo alles klar. Bei 18,31 Meter landete die Kugel im ersten Versuch der gebürtigen Kamerunerin, die seit diesem Jahr für Portugal startet. Die Konkurrenz im Auge hatte Christina Schwanitz. Die deutsche Vorzeigeathletin startete verletzungsbedingt allerdings nicht in Rochlitz. Naja, es ist so, dass ich ja vor einigen Wochen eine Knieoperation hatte im November. Und die Operation gut verheilt, also gut gelungen ist, nur die Heilung halt wieder mal nicht so. Und habe dann jetzt vor knapp 3 Wochen nochmal eine Spritze bekommen mit radioaktiver Flüssigkeit. Jetzt wird es tatsächlich langsam ein Knie und nicht mehr eine Bommel. Und habe jetzt langsam wieder mit dem Training angefangen. Und ja, vom Stand der Dinge her ist es so in Ordnung, wo wir jetzt gerade sind. Dafür hatte sie jede Menge Autogramme am Start und viele gute Gespräche. Auch in Hinblick auf ihren Einstieg in die Saison. Ich habe ja, wie gesagt, noch gar nie die Kugel in der Hand gehabt, was auch nicht schlimm ist, weil dann hat man umso mehr Lust, wenn es dann mal eine Weile nicht so war. Ich hoffe zumindest mal die Leistung von letzten Jahr und alles andere freue ich mich. Der Plan ist zumindest bis jetzt in Halle, das ist Mitte Mai und dann, das ist jetzt so erstmal das Ziel. Das große Ziel ist halt dieses Jahr Tokio und dem wird alles untergeordnet. Nach einem Jahr Pause war mit Nico Kappel der Publikumsliebling und Paralympicsieger wieder mit dabei. 13,52 Meter sein weitester Stoß an diesem Tag. Bei den Herren der Schöpfung gingen 8 Athleten an den Start. Und auch hier war das Starterfeld international. Scott Lincoln, der aktuelle britische Meister, Ladislav Brasil aus der Tschechischen Republik und mit seinem Landsmann Tomáš Staněk hatte sich ein absoluter Weltklasseathlet angekündigt. Er hat eine Hallenbestleistung von 22,17 Meter und in dieser jungen Saison schon 21,23 Meter gestoßen. Der dritte der Hallenweltmeisterschaften hätte an diesem Nachmittag mit jedem seiner 4 gültigen Stöße gewonnen. Der Meetingrekord in Rochlitz war allerdings nicht in Gefahr. Der weiteste Versuch des Hallen-WM-Dritten landete bei 20,75 Meter. Bester Deutscher war der deutsche Meister Simon Bayer aus Sindelfingen. Als Zweitplatzierter stellte er mit 19,71 Meter eine neue Hallenbestleistung auf. Ebenfalls auf dem Treppchen Platz nahm Denis Lewke vom SCD HFK Leipzig. Mit seiner persönlichen Bestweite von 19,58 Meter kam er auf Platz 3. Das Meeting, welches vom VfA Rochlitzer Berg, der LG Mittweida und mit großer Hilfe der Stadt Rochlitz organisiert wurde, war wieder der Publikumsmagnet mit Wohlfühlatmosphäre für Athleten aus 5 verschiedenen Ländern. Neben den soliden Leistungen der Sportler sorgten die Zuschauer in der Sporthalle am Regenbogen für gute Stimmung.